Das Licht der Sonne gibt den Takt des Lebens vor. Eine innere Uhr verbindet Menschen, Tiere und Pflanzen mit den wiederkehrenden Rhythmen der Natur. Tag und Nacht, hell und dunkel und dem Wechsel der Jahreszeiten. Chronos, die Zeit, ist Teil der Natur. Pflanzen erkennen genau, wann sie wachsen sollen. Ihre innere Uhr gibt das Signal. Tiere treffen sich pünktlich zur Paarungszeit, damit der Nachwuchs gedeihen kann. Und selbstverständlich merken auch Zugvögel, wann es Zeit ist, ein neues Quartier anzufliegen. Till Rönneberg ist Professor für Chronobiologie in München. Sein Thema ist die innere Uhr. Er gehört zu den weltweit führenden Forschern auf diesem Gebiet. Die innere Uhr ist eine der ältesten biologischen Funktionen, die alle Organismen gemeinsam haben. Die Frage ist, warum? Es ist ganz wichtig, dass jeder Prozess auf jeder Ebene, in Zellen, in Organen und im Körper, aufeinander abgestimmt wird, sodass er im Tagesverlauf Sinn macht. Über Jahrtausende hinweg haben wir Menschen ganz selbstverständlich im Rhythmus der Natur gelebt. Und damit im Einklang mit unserer inneren Uhr. Erst mit der Industrialisierung wurde diese Einheit aufgebrochen. Wir können Zeitzonen überwinden. Wir sind mobil und arbeiten rund um die Uhr. Die globalisierte Welt kennt keinen Unterschied mehr zwischen Tag und Nacht. Der Takt der modernen Welt schlägt immer schneller. Unsere Nacht verschwindet. Kann unsere uralte innere Uhr mit diesem Tempo Schritt halten? Ein Zurück zur Natur kann es für die meisten von uns nicht geben. Aber wenn wir unsere innere Uhr besser verstehen, können wir auch in der modernen Welt besser und gesünder leben. Wenn wir begreifen, wie wir ticken, können wir auch Krankheiten besser behandeln. Zum Beispiel lässt sich die Krebstherapie auf die innere Uhr der Patienten abstimmen. Die Ergebnisse sind sehr ermutigend. Eine intelligente Rheumatablette wirkt genau dann, wenn sie gebraucht wird. Wenn wir das richtige Licht einschalten, bleibt unsere innere Uhr im Takt und ganz nebenbei werden wir auch noch schlauer. Till Rönneberg ist bekennender Spätaufsteher. Er hat kein schlechtes Gewissen, er ist nämlich nicht allein. Seine Forschung zeigt, unsere Arbeitszeiten passen oft nicht zum Takt unserer inneren Uhr. Unsere moderne Gesellschaft ist für die meisten Menschen zu früh dran. Es ist ja ganz erstaunlich, dass ich Jahrzehnte gebraucht habe, um wirklich zu verstehen, was es heißt, mit dem Wecker aufzuwachen. Jetzt, wo ich die innere Uhr kenne, wo ich weiß, dass sie ein Fenster aufmacht, in dem ich schlafen kann und auch das Fenster wieder von alleine zumacht, sodass ich aufwachen kann, wurde mir plötzlich klar, wenn man vom Wecker geweckt wird, dann ist das ja einfach nur die Tatsache, dass meine biologische Innenzeit noch nicht so weit war, um aufzuwachen. Ich habe also biologisch noch nicht zu Ende geschlafen. Fangen wir mit einem Extrembeispiel an. Fast alle Jugendlichen haben große Probleme, morgens aus dem Bett zu kommen. Da Jugendliche ja sehr spät dran sind, muss man sich fragen, ist es sinnvoll, um 8 Uhr die Schule beginnen zu lassen? Sind die Jugendlichen einfach faul und selbst schuld, wenn sie morgens noch müde sind? Mit einem mobilen Schlaflabor hat Rönnebergs Team direkt auf dem Schulhof das Schlafverhalten von Jugendlichen analysiert. Das umgebaute Militärfahrzeug wurde nicht ohne Grund liebevoll Eulenwagen getauft. Diese Schülerinnen werden hier morgens um 7:45 statt in den Unterricht auf die Pritsche zum Schlafen geschickt. Messgeräte zeichnen ihre Hirnaktivität auf. Alle Analysen zeigen, mit der Pubertät verändert sich die innere Uhr. Junge Menschen werden abends viel später müde und sind morgens noch im Tiefschlaf. Wenn man Jugendliche in der ersten Stunde nicht in die Schule gehen lässt, sondern sie in ein Schlaflabor steckt, dann schlafen die sofort ein und fallen sofort in die REM-Phase. Jugendliche leben quasi von Natur aus, in einer anderen Zeitzone. Also unter der Woche stehe ich so um 5:45 auf und der Wecker klingelt zweimal. Also 5:50 das erste Mal, 5:50 komme ich dann aus dem Bett.
Und unterm Wochenende, wenn ich wirklich ausschlafen kann, dann schlafe ich schon so bis 10, halb 11, also unterschiedlich. Daran sieht man, dass es ein vollkommener Blödsinn ist, diese vollkommen verpennten Jugendlichen zu unterrichten, denn da bleibt nichts hängen. Die können noch nicht aufmerksam sein um diese Uhrzeit. Gleichzeitig raubt man ihnen den Schlaf, der wichtig ist, um das, was man am Tag zuvor gelernt hat, auch wiederum einordnen im Gehirn, einordnen und behalten zu können. Als Jugendliche sind wir fast alle spät dran. Warum das so ist, wird noch erforscht. Als Erwachsene ticken wir anders. Welche Rolle spielen die Gene dabei? Mit dieser Frage beschäftigt sich Professor Achim Kramer an der Charité Berlin. Viele Menschen haben ja Probleme, sozusagen mit ihrer inneren Uhr so zu leben, wie sie es eigentlich möchten. Wenn der Wecker klingelt, dann sind sie noch müde, dann können sie nicht aufstehen und denken, vielleicht bin ich zu faul, vielleicht bin ich am Abend nicht rechtzeitig ins Bett gegangen. Aber das stimmt nicht. Der Genforscher bringt Entlastung. Die Menschen sind so programmiert. Mit unserer Arbeit und auch mit Arbeiten von vielen anderen Kollegen sagen wir den Leuten, nein, es ist eure innere Uhr. Und je nachdem, wie die genetische Zusammensetzung ist, was für Uhrengene wie miteinander wechselwirken, kann es eben so sein, dass eben die innere Uhr etwas langsamer läuft, dass man ein späterer Chronotyp ist. Und genauso gut gibt es auch einige, die sehr früh aufwachen. Und das ist oft auch genetisch bedingt. Die zentrale innere Uhr des Menschen ist eine Ansammlung hochempfindlicher Nervenzellen im Gehirn. Das Tageslicht ist der Taktgeber. Er stellt die zentrale innere Uhr nach dem Stand der Sonne. Diese Information wird an die Uhrengene in jeder Zelle weitergegeben. So wird die Innenzeit immer wieder mit der Außenzeit synchronisiert. Achim Kramer und sein Team interessieren sich für den natürlichen Rhythmus der Uhrengene in den Zellen. Denn diese sind dafür verantwortlich, ob wir Frühaufsteher oder Spätaufsteher sind. Wir ticken alle unterschiedlich, ob wir jung sind oder alt, gesund oder krank. Auch die Wirksamkeit von Medikamenten lässt sich verbessern, wenn wir sie auf unsere innere Uhr abstimmen. In der Charité Berlin wurde das beispielhaft erforscht. Der Rheumatologe Professor Frank Buttgereit untersucht seine Patientin Marlis Kucharski. Sie leidet unter rheumatoider Arthritis. Die innere Uhr gibt es einmal für die normalen Lebensabläufe eines gesunden Menschen. Und die gibt es aber auch für sogenannte pathophysiologische Abläufe, also Abläufe, die unter Krankheitsbedingungen vorliegen. Und gerade bei der rheumatoiden Arthritis haben wir die Beobachtung, dass in der Nacht Entzündungsparameter, Entzündungsmediatoren ansteigen, die dann sich umsetzen in die klinischen Symptome, die die Patienten am Morgen haben. Die Krankheit arbeitet pünktlich. Frank Buttgereit konnte herausfinden, dass der Entzündungsbotenstoff immer um etwa 2 Uhr nachts ausgeschüttet wird und dann die chronisch entzündlichen Prozesse in den Gelenken anheizt. Am Morgen sind die betroffenen Gelenke steif und schmerzen. Die Patienten können sie kaum bewegen. Frank Buttgereit wollte die genauen Kenntnisse über den Rhythmus der Krankheit nutzen und stieß ein Projekt an, an dessen Ende eine intelligente Tablette stand. Derselbe Wirkstoff, aber ein wirkungsvolleres Timing. Normalerweise würden die zwischen 6 und 8 ihre Cortison-Tablette nehmen, um diese Symptome wieder loszuwerden. Das heißt, die sind schon da und dann muss man warten, bis der Effekt eintritt. Also war die Idee tatsächlich, das Eintreten dieser Symptome zu verhindern. Marlis Kucharski gehörte zu den Ersten, die die neue intelligente Tablette testen konnten. Denn sie hat bereits an der klinischen Studie teilgenommen. Jetzt nimmt sie die Tablette regelmäßig um 22 Uhr vor dem Schlafen ein. Die Tablette wandert durch den Magen-Darm-Trakt, löst sich aber nicht auf. Erst nach 4 Stunden zerplatzt die Hülle und setzt den gesamten Wirkstoff auf einmal frei. Jetzt kann das Cortisonpräparat den Entzündungsprozess im schlafenden Körper unterdrücken, bevor die erkrankten Gelenke erfasst werden.
Das klingt im Prinzip einfach, ist es aber nicht. Von der Idee bis zur Tablette liegen 10 Jahre Forschungsarbeit. Eine Hülle zu entwickeln, die sich nicht langsam auflöst, sondern auf den Punkt genau den gesamten Wirkstoff freigibt, war eine Herausforderung. Jetzt profitieren die Patienten. Also für meinen Alltag ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht zu früher. Weil ich einfach meine Arbeiten, die in meinem Haushalt anfallen, einfach selbst machen kann. Ohne dass ich Hilfe brauche. Egal welche Arbeit. Möglicherweise kann auch die Cortisondosis langfristig verringert werden. Medikamente können unterschiedlich wirken, je nachdem, wann sie eingenommen werden. Kann künftig auch Krebs generell besser behandelt werden, wenn wir den Rhythmus unserer inneren Uhr bei der Therapie berücksichtigen? Diese Frage soll an der Klinik Paul Brousse bei Paris im Rahmen des französischen Forschungsprojektes Biologische Rhythmen und Krebs beantwortet werden. Der Onkologe Francis Lévy hat dieses Projekt initiiert. Wer zu ihm in die Universitätsklinik kommt, ist sehr schwer an Krebs erkrankt. So wie Stéphane Morceau. Er leidet seit 4 Jahren an Darmkrebs. Über 50 Chemotherapien hat er hinter sich und viele Operationen. Es ging ihm trotzdem immer schlechter. Als seine Ärzte nicht mehr weiter wussten, haben sie ihn zu Francis Lévy geschickt. Stéphane Morceaus gesamter Tagesrhythmus ist für den Arzt interessant. Er möchte wissen, wann er gegessen hat und wann er für gewöhnlich schläft. Francis Lévy und sein Team brauchen diese Informationen. Denn Stéphane Morceau muss weiterhin mit Chemotherapeutika behandelt werden. Allerdings wird die Infusion jetzt auf seine innere Uhr abgestimmt. Das Verfahren nennt sich Chronotherapie. Weil die Medikamente für die Chemotherapie zu einem Zeitpunkt verabreicht werden, der für den Patienten besser verträglich ist, können die Nebenwirkungen verringert werden. Durch die Behandlungsmethode und durch das Pumpensystem, das so programmiert ist, dass die Patienten es zu Hause verwenden können, erhöht sich die Lebensqualität. Und für einige Patienten steigt auch die Überlebenswahrscheinlichkeit. Stéphane Morceau wird für die Infusion der Medikamente vorbereitet. Sie werden durch einen Venenzugang über eine mobile Pumpe verabreicht. Eine Chemotherapie wirkt immer im ganzen Körper. Die hochgiftigen Medikamente sollen die Krebszellen zerstören, schädigen aber auch die gesunden Zellen. Bei der Chronotherapie wird die Infusion der Medikamente auf die innere Uhr der gesunden Zellen abgestimmt. Im Modell sieht das so aus. Die Krebszellen in der Leber haben keinen gleichmäßigen Rhythmus mehr. Deren Uhrengene schlagen ihren eigenen Takt. Sie können durch die zentrale innere Uhr nicht mehr gesteuert werden. Die gesunden Leberzellen links haben einen gleichmäßigen Rhythmus. In ihrer aktiven Phase sind alle Zellen besonders empfindlich. Das ist der falsche Zeitpunkt für die Infusion, denn jetzt werden auch viele gesunde Zellen geschädigt. Befinden sich die gesunden Zellen während der Infusion in einer Ruhephase, werden sie geschont. Für die Behandlung werden verschiedene Chemotherapeutika zusammengestellt. Weil die Medikamente unterschiedlich wirken, muss für jedes der richtige Behandlungszeitpunkt bestimmt werden. Die mobile Pumpe wird für jedes Medikament einzeln programmiert. Wenn es gelingt, die gesunden Zellen zu schonen, wird die Chronotherapie von den meisten Patienten besser vertragen als eine herkömmliche Chemotherapie. Wir zeichnen die Aktivitäts- und Ruherhythmen und die Temperaturrhythmen auf. Und wir studieren auch das Verhalten einer gewissen Anzahl an Genen, die das Funktionieren der inneren Uhr widerspiegelt. So können wir den idealen Verabreichungszeitpunkt der Medikamente für jeden Patienten herausfinden. Nicht alles kann am kranken Menschen direkt erforscht werden. Im Tierversuch werden die Zusammenhänge von innerer Uhr und Krebs untersucht. Diesen Mäusen wurden Krebszellen eingepflanzt. Dann werden sie unterschiedlichen Lichtverhältnissen ausgesetzt. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, welchen Einfluss Helligkeit und Dunkelheit auf das Wachstum der Krebszellen haben.
Die Aktivität der Mäuse in den Boxen wird ständig aufgezeichnet. Schließlich wird geprüft, ob sich die Ergebnisse auch auf den Menschen übertragen lassen. Die Vorbereitungen für die Chronotherapie sind abgeschlossen. Die Pumpe mit den Medikamenten trägt Stéphane Mosso am Körper und kann jetzt nach Hause fahren. 300 Kilometer mit dem Zug. Ich fühle mich weniger müde und bin aktiver. Ich habe mehr Freiheit mit der Pumpe, die an meinem Gürtel befestigt ist. Ich spüre sie nicht und kann quasi normal leben. Stéphane Mosso hat viele Pläne. Er freut sich auf seinen Urlaub im Indischen Ozean. Zurück nach Berlin. Hier wird daran gearbeitet, die genetische Struktur unserer inneren Uhr weiter zu entschlüsseln. Wir kennen ja schon ganz viele wichtige Komponenten, wichtige Zahnrädchen der inneren Uhr, aber wir kennen noch nicht alle. Wir wollen jetzt alle menschlichen Gene daraufhin untersuchen, ob sie ein Bestandteil, ob sie sozusagen ein Zahnrädchen unseres inneren Uhrwerks sind. Sogenannte Uhrengene regulieren die zeitliche Abfolge der Stoffwechselprozesse in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers. Achim Kramer möchte genau wissen, wann sie arbeiten. Um das sichtbar zu machen, hat er Gene von Glühwürmchen in menschliche Zellen eingebaut. Das Modell einer Zelle mit Genen von eingeschleusten Glühwürmchen. Wenn die Zelle mit ihrer Stoffwechselarbeit beginnt, leuchten die Glühwürmchenenzyme auf. Das Glühwürmchen-Gen, das hilft uns natürlich ungemein, weil es erlaubt uns, dass wir die Genaktivität von wichtigen Uhrengenen sozusagen messen können, ohne dass wir mit den Zellen manipulieren. Dieses Glühwürmchen-Enzym ist immer dann aktiv, wenn die innere Uhr oder dieses Gen der inneren Uhr angeschaltet ist. Und durch diese Aktivität wird dann Licht aus den Zellen ausgesandt, das wir messen können. Die Zelle links im Bild gehört einem Spätaufsteher. Sie tickt langsam und läuft dem Tagesrhythmus hinterher. Rechts die Frühaufsteherzelle. Sie tickt schneller und passt besser zum 24-Stunden-Tag. Das Sonnenlicht synchronisiert die inneren Uhren regelmäßig. Alle werden auf die gleiche Zeit eingestellt. Erst danach laufen sie wieder auseinander. Die Forscher können an einer einzelnen Körperzelle ablesen, ob ein Mensch eine schleppende innere Uhr hat und dadurch ein Spätaufsteher ist, oder ob es sich um einen Frühtypen handelt. Die Methode, das zu messen, soll jetzt vereinfacht werden. Wir wollen natürlich unsere molekularen Erkenntnisse über die innere Uhr auch nutzen, um diagnostisch so weit vorzugehen, dass wir einen Test entwickeln, mit dem wir sozusagen relativ einfach auch bestimmen können, ob jemand ein früher oder ein später oder ein mittlerer Chronotyp ist. Ein paar Tropfen Blut sollen bald ausreichen und ein Fachmann kann sehen, wie unsere innere Uhr tickt. Für so einen Test sind viele verschiedene Einsatzgebiete denkbar. Es wird damit zum Beispiel einfacher werden, die Einnahme von Medikamenten auf die innere Uhr abzustimmen. Krankheiten wie Depression oder Demenz gehen mit einer gestörten inneren Uhr einher. Mögliche Zusammenhänge können in Zukunft mit einer unkomplizierten Methode erforscht werden. Außerdem könnten viele von uns einfach beweisen, dass sie weder voll noch unwillig sind, wenn sie im ständigen Kampf mit dem Wecker leben. Denn Menschen, bei denen die inneren Uhren langsamer ticken, haben oft Probleme, morgens früh aufzustehen. Ohne Wecker würden sie nicht rechtzeitig aufwachen. Die inneren Uhren der meisten von uns laufen eher langsamer. Und viele Menschen schlafen deshalb zu wenig. Sie werden abends nicht müde, weil ihre innere Uhr noch nicht auf Schlafen eingestellt ist. Der Mensch dehnt den Tag aus. Morgens wartet wieder der Wecker und unterbricht den Schlaf. Unsere innere Uhr wird durch das Tageslicht eingestellt und reagiert damit auch auf die verschiedenen Tageslängen im Wechsel der Jahreszeiten. Unser Schlafbedürfnis ist im Winter größer als in den Sommermonaten. In der dunklen Jahreszeit
leiden viele Menschen an Lichtmangel. Sie müssen aus dem Haus, wenn es noch dunkel ist, und es wird schon wieder dunkel, wenn sie zurückkommen. Bei manchen Menschen führt das zur bekannten Winterdepression. Im Frühling werden wir aktiver, sobald es länger hell ist. Unser inneres Uhrwerk ist so sensibel wie vor der Erfindung der Zeit. Unser tägliches Leben wird von drei Uhren kontrolliert. Die eine Uhr ist unsere innere Uhr, unsere biologische Uhr. Und die bestimmt alles, was in unserem Körper im Laufe eines Tages passiert. Diese innere Uhr selber wird von der Sonnenuhr, also von Tag und Nacht, von hell und dunkel, gestellt. Das heißt, auch die Sonnenuhr kontrolliert unser Leben indirekt über die innere Uhr. Und relativ jung in unserer Geschichte haben wir eine dritte Uhr erfunden. Und das ist die Uhr, die wir am Armband tragen oder die an der Wand hängt. Und das ist die soziale Uhr. Erst in der modernen Welt sagt uns die erfundene soziale Uhr, wie spät es ist. Eine einheitliche Uhrzeit gibt es erst seit 1884. Im Zuge der Industrialisierung wurde die Welt dafür in Zeitzonen eingeteilt. Diese soziale Uhr, die machen wir Menschen ja. Die hat mit der Natur nur noch relativ wenig zu tun. Nehmen Sie zum Beispiel eine Zeitzone. In Europa geht diese Zeitzone, die zentraleuropäische Zeitzone, geht von östlich von Prag bis zur Westküste von Spanien. Das ist ein Sonnenunterschied von über 1,5 Stunden. Und all diese Menschen gucken auf die Uhr und sehen zur selben Zeit, dass es Mittag ist, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht Mittag ist. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn wir uns anschauen, wann die Sonne im März aufgeht. In Warschau ist es dann 6.30 Uhr. In Berlin wird es eine halbe Stunde später hell. In Paris geht die Sonne nach 7 und im äußersten Westen Spaniens erst gegen 8 Uhr auf. Da sich aber unsere inneren Uhren nach der Sonne orientieren, müssen Menschen, die weiter im Westen einer Zeitzone wohnen, früher aufstehen gegenüber ihrer Innenzeit als Menschen, die im Osten einer Zeitzone wohnen. Und das schafft jetzt Situationen, in denen die Innenzeit, die von der biologischen Uhr geliefert wird, und die Außenzeit, die von der sozialen Uhr geliefert wird, nicht mehr übereinstimmen. Und diese Diskrepanz, die nennen wir den sozialen Jetlag. Ein sozialer Jetlag hat durchaus Ähnlichkeit mit dem bekannten Jetlag, wenn wir mit dem Flugzeug die Zeitzone wechseln. Die inneren Uhren kommen durcheinander. Wir können uns auf eine neue Zeitzone einstellen, brauchen dafür aber Zeit. Pro verschobener Stunde benötigt man im Durchschnitt einen Tag für die Anpassung. Unsere inneren Uhren werden überfordert, wenn es ständig hin und her geht und die klaren Grenzen zwischen Tag und Nacht verschwinden. Dazu der Schlafforscher Dieter Kunz. Grundsätzlich kann man sicher sagen, dass der Mensch halt ein System an inneren Uhren hat. Und das ist kein Perpetuum mobile, sondern das muss jeden Tag neu angestoßen werden. Und die zwei Zeitgeber, die diese Uhr am Ticken halten, das ist Licht und Dunkelheit. Licht am Morgen, Dunkelheit am Abend und nicht umgekehrt. Wenn sie es umgekehrt machen, bleibt die Uhr schlicht und ergreifend stehen. Nur blaues Licht hat direkten Einfluss auf die zentrale innere Uhr. Die blauen Anteile im Tageslicht werden durch spezielle Rezeptoren im Auge aufgenommen und signalisieren, es ist Tag. Dieses Signal wird an alle Uhrengene weitergegeben und synchronisiert die innere Zeit mit dem Stand der Sonne. Chatten und Facebook gehören für die meisten Jugendlichen zum Alltag. Kurz vor dem Schlafengehen nur noch einmal schnell gucken, was die Freunde so treiben. Das Problem? Ein Computer strahlt blaues Licht ab und signalisiert der inneren Uhr, es ist Tag. Die Produktion des Schlafhormons Melatonin wird gestoppt. Auch für kleine Kinder ist der Umgang mit elektronischen Medien heute eine Selbstverständlichkeit. Sie kommen abends nicht zur Ruhe, der Schlaf setzt später ein. Auch bei Geräten ohne blaues Licht hält Herumdatteln einfach wach. Wenn wir die Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome betrachten, dann wissen wir ja bisher nur in Teilen, wo das eigentlich herkommt. Was aber sicher ganz häufig ist, dass die Kinder schlicht und ergreifend zu wenig schlafen. Hat es den Zappel-Philipp schon immer gegeben? Ist das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom eine Modediagnose? Oder doch eine Störung, die immer häufiger auftaucht?
Vielleicht auch, weil der Schlaf- und Wachrhythmus gestört ist. Krippe, Kindergarten oder Schule. Die meisten Kinder müssen früh aufstehen, egal wie lange sie abends auf der Tastatur geklimpert haben. Im Schlaf, gerade bei Kindern, hat viel mit der Ausreifung des Gehirns zu tun. Das heißt, dort entstehen auch langfristige Defizite, die dann später nicht wieder kompensiert werden können. Viele Kinder schlafen zu wenig. Und den jugendlichen Heulen geht es auch nicht besser. Lukas Leidl ist Oberstufenschüler in Ulm. Er muss spätestens um 7 aus dem Haus, damit er pünktlich im Bus sitzt. Also wenn ich morgens in der Schule ankomme, lege ich erstmal meine Sachen unter den Tisch, lege mich noch ein bisschen auf den Tisch drauf und schlafe noch eine Runde, solange es halt geht, bis der Lehrer kommt. Das fade Schummerlicht der Raumbeleuchtung lädt zum Weiterdösen ein. Woran soll die innere Uhr auch merken, dass der Tag schon angefangen hat? Besonders in den Wintermonaten. Wir waren stehen geblieben bei der Aufgabe Nummer 2. Berechnen Sie die zugeführte spezifische Wärmemenge. Dunkelheit draußen und die pubertäre Zeitverschiebung. Eine Doppelbelastung für die Schüler. Viele schlafen mit offenen Augen, auch wenn sie den Stoff aufnehmen wollen. Lernen ist nicht da sitzen und jetzt sagen, ich muss das jetzt lernen, sondern Lernen ist seinen Geist benutzen. Ja, je mehr ich den benutze, je mehr ich über was nachdenke, je konzentrierter ich was bearbeite, desto mehr bleibt hängen. Weil wir wissen ja, dass Lernen letztlich nichts anderes ist als die Veränderung des Geistes durch seinen Gebrauch. Und dann wird der Kreislauf geschlossen von 5 nach 1. Kann das Schülergehirn morgens besser auf Trab kommen, wenn es blaue Lichtsignale empfängt? Könnte die Aufnahmefähigkeit gesteigert werden, wenn schlicht die Lampen ausgewechselt würden? Unter der Leitung von Lernforscher Manfred Spitzer wird das in Lukas' Klasse untersucht. Der Raum wird mit modernen Tageslichtlampen mit hohem Blauanteil ausgestattet. Blaues Licht signalisiert Tag und macht wach. Nun, wenn Licht sich tatsächlich, so wie im Labor schon festgestellt, positiv auf geistige Leistungsfähigkeit auswirkt, mehr Konzentration, ich denke mehr über die Dinge nach, dann sollte natürlich durch das mehr Nachdenken im Gehirn mehr passieren. Dadurch, dass im Gehirn was passiert, ändert sich das Gehirn und genau deswegen wird mehr gelernt. Es sollte also tatsächlich besseres Lernen stattfinden unter diesem besten Licht. Es werde Licht. Die mögliche Verbesserung der Lernsituation wird anhand von regelmäßig wiederholten Tests überprüft. Wie schnell kombinieren die Schüler? Wie hoch ist ihre Aufmerksamkeit am Morgen? Die Lehrer des Technischen Gymnasiums kooperieren gern und widmen einen Teil ihrer Stunde regelmäßig der Wissenschaft. Manfred Spitzer und sein Team werten die Bögen später aus. Um die Leistungen der Schüler einstufen und vergleichen zu können, wird die Untersuchung auch in den Räumen mit der alten Beleuchtung durchgeführt. Das Forschungsprojekt erstreckt sich über die 3 Wintermonate. Außerdem wollen die Forscher wissen, ob sich das Tageslicht am Morgen auch auf das Schlafverhalten am Abend auswirkt. Um das herauszufinden, füllt Lukas jeden Abend ein Schlaftagebuch aus. Also es ist so, dass der Lukas öfter später ins Bett geht, vor allen Dingen am Wochenende. Und da macht sich das natürlich auch bemerkbar. Also ich sage mal, der steht vor 10, halb 11, 11 nicht auf. Da schläft er auch gut durch. Also denke ich zumindest. Wir prüfen das nicht nach, aber er ist ein Langschläfer geworden. Das hat die Pubertät so mit sich gebracht. Kann das helle Licht am Morgen Lukas innere Uhr wieder ein wenig zurückstellen? Auch das soll die Untersuchung zeigen. Aber warum verwandeln sich eigentlich alle Jugendlichen in Nachtmenschen? Warum können wir mit 20 die Nächte durchtanzen, mit 40 aber nicht mehr? Thiel Rönneberg hat dazu eine eigene Theorie. Er hält den pubertären Chronotypen für ein Überbleibsel aus der Frühgeschichte der Menschheit. Ich stelle mir das so vor, als wir noch in Höhlen wohnten, war ja das Alter um die 19 herum nicht das Alter, in dem wir am meisten lernen mussten, wie wir es heute tun, sondern wir standen schon richtig mitten im Leben und wir waren eine der aktivsten Mitglieder der Gesellschaft, die zum Beispiel das Dorf bewachen mussten oder nachts jagen mussten.
Und in dieser Zeit wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn man ein extremer Frühtyp wäre und einem schon um 8 Uhr abends oder mit Sonnenuntergang die Augen zufallen. Das Durchhalten kann ein Spättyp sehr viel besser als ein Frühtyp. Und man könnte sich vorstellen, dass aus diesen biologischen Gründen in dem Alter von 17 bis 25 die innere Uhr sehr spät dran sein muss, damit diese Aufgaben früher erfüllt werden konnten. Können wir mit dem Wissen über den Zusammenhang von Licht und innerer Uhr auch im Alter besser leben? Ein gestörter Tag- und Nachtrhythmus ist ein großes Thema bei alten und pflegebedürftigen Menschen, die in Heimen leben und an Demenz erkrankt sind. Der Schlafforscher Dieter Kunz kooperiert deshalb mit dem Pflegeheim Splitfennert in Berlin. Das Heim eignet sich besonders gut für die Schlafforschung, weil die demenzkranken Bewohner nicht medikamentös ruhig gestellt werden. Dieter Kunz wird vom Heimleiter Andreas Rath durchs Haus geführt. Sie planen im nächsten Schritt, die Beleuchtung zu verbessern. Eines der größten Probleme, zum Beispiel bei dementen Patienten, ist, dass sie nächtliche Unruhezustände haben. Und ob der Patient selbst das überhaupt noch mitbekommt, weiß man gar nicht genau. Aber das ist das Problem Nummer eins für die Angehörigen, für die Pflegenden, die dann selber keinen Schlaf mehr bekommen. Und in dem Sinne sind nächtliche Verwirrtheitszustände weltweit der Nummer eins Grund für eine Langzeithospitalisation. Und in Deutschland 75% aller Menschen in Pflegeheimen haben Alzheimer-Demenz und insbesondere nächtliche Verwirrtheitszustände. Und die sind mehr oder weniger therapieresistent auf alles, was bisher versucht worden ist, insbesondere medikamentöse Behandlung, teilweise mit erheblichen Nebenwirkungen. Wenn die alten Menschen in der Nacht ruhig gestellt werden, dämmern sie in aller Regel auch tagsüber nur noch vor sich hin. Nicht hier. In diesem Pflegeheim leben 39 Menschen. Alle leiden unter Alzheimer-Demenz. Aber Medikamente sind die Ausnahme. Jeder, der einzieht, hat doch ein Problem. Ja. Und die sind unterschiedlich gestaltet. Zu Hause hatten sie Ängste, hatten Wahnvorstellungen, kommen dann hierher und die sind nicht abzustellen. Ne? Wir möchten das jedoch nicht medikamentös machen. Also natürlich brauchen wir jemanden, der sehr aufgeregt ist. Aber eigentlich geht es über die Tagesstruktur. Am Tag wachhalten, arbeiten, normal erschöpft sein abends und dann zur individuellen Zeit ins Bett gehen. Um zu messen, wie groß die Aktivität tagsüber ist und die Unruhe während der Nacht, bekommen ausgewählte Bewohner einen Aktimeter ans Handgelenk. Er zeichnet alle Bewegungen auf. So können die Forscher sehen, ob die alten Menschen ihren natürlichen Schlafrhythmus wiederfinden. Das geht dann also darum, dass man auch ins Bett geht, wenn man müde wird. Dass man nicht alles in 20 Uhr im Bett, sondern wer eben bis 22 Uhr aufbleibt, der ist 22 bis 22 Uhr auf. Wer 24 Uhr ins Bett gehen möchte, wer bis 12 früh schlafen will, der schläft bis 12. Es gibt doch ganz individuelle Schlafrhythmen, Lebensläufe. Wer Nachtschwester war in der Charité, der hat einen anderen Rhythmus als der, der immer früh aufgestanden ist, 8 Stunden gearbeitet hat. Also das muss man alles beachten, biografisch beachten und dann hier auch umsetzen. Der nächste Schritt, neues Licht. Der alte Kronleuchter ist vielleicht wohnlich, macht aber eher müde. Dieter Kunz und Andreas Rath wollen hier eine helle Tageslichtlampe installieren. Denn die Aktivitätsmessungen waren eindeutig. Es gibt einen Zusammenhang zwischen nächtlicher Unruhe und mangelndem Licht. War der Tag hell und schön, schlafen die alten Menschen nachts viel besser. Die Theorie, und die ist doch mittlerweile auch relativ gut unterfüttert, schon durch Daten auch aus anderen Ländern, ist, dass man versuchen muss, das helle Tageslicht, das, wofür wir gebaut sind die letzten paar Millionen Jahre, dass man das versuchen muss, ins Haus hineinzubekommen für den Tag. Und auch versuchen muss, denn dann nachts zumindest mehr Dunkelheit hineinzubekommen, damit ein klarer Hell-Dunkel-Rhythmus wieder da ist, der dann auf das System an inneren Uhren einwirkt und damit auch Aktivität am Tage und Inaktivität in der Nacht zu fördern. Ein schöner Tag draußen oder helles Licht im Haus, nach Möglichkeit Bewegung und nachts Dunkelheit. Das Rezept für guten Schlaf ist eigentlich ganz einfach. Und den sollten wir uns gönnen. Denn inzwischen gibt es sogar Hinweise, dass Schlafmangel für die Entstehung von Alzheimer-Demenz mitverantwortlich sein könnte.
Es gibt eine Arbeit, die vor 2 Jahren sehr hoch publiziert worden ist. Also gehen wir mal davon aus, dass das so stimmt, was da drin steht, die im Tierexperiment gezeigt hat, dass wenn diese Tiere einen Schlafentzug bekommen, dass dann die spezifischen Veränderungen, die bei Alzheimer-Patienten im Gehirn auftauchen, dass die dort auch auftauchen. Ist Alzheimer ein Preis, den wir bezahlen, wenn wir ein Leben gegen unsere innere Uhr führen? Wir schlafen heute im Durchschnitt eine halbe Stunde weniger als noch vor 20 Jahren. Nicht jeder wird krank. Und vor allem nicht sofort. Aber die Tendenz ist eindeutig. Je größer der soziale Jetlag, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Raucher ist. Desto mehr Alkohol trinkt er. Desto mehr Koffein trinkt er tagsüber. Und desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn er schon ein bisschen rundlich ist, dass er dann noch mehr zunimmt als andere Menschen. Dass also die Gefahr ist, dass er fettleibig wird. Professor Elmar Peschke vom Institut für Anatomie in Halle hat sich intensiv mit der Entstehung einer Erkrankung befasst, die zumeist mit Fettleibigkeit einhergeht. Diabetes. Er und sein Team haben einen Schutzmechanismus entdeckt, der uns eine Zeit lang vor Diabetes bewahren kann. Schlafen. Denn es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Schlafhormon Melatonin und Insulin. Der Körper produziert immer nur eines von beiden. Der Typ-2-Diabetes, der ständig im Ansteigen begriffen ist, ist gekennzeichnet von einer Luxuskonsumption. Von einem zu viel an Kalorien. Von einer Luxusernährung. Und das hat zur Folge, dass ständig zu viel Insulin ausgeschüttet wird, um dieses Ungleichgewicht zu beherrschen. Melatonin nun hemmt diese exzessive Insulinausschüttung, die die Ursache dafür ist, dass sich letztlich ein Typ-2-Diabetes entwickelt. Wenn der Mensch isst, wird die Nahrung im Magen-Darm-Trakt aufgespalten. Der frei werdende Zucker, sprich Glucose, gelangt in den Blutkreislauf. Das ist das Signal für die Bauchspeicheldrüse, das Hormon Insulin freizugeben. Das Insulin sorgt dafür, dass der Energielieferant Glucose in die Körperzellen geschleust wird. Außerdem, Insulin verhindert, dass das Schlafhormon Melatonin im Gehirn freigesetzt wird. Wenn es dunkel wird, beginnt die Zirbeldrüse im Gehirn Melatonin zu produzieren. Und der umgekehrte Effekt tritt ein. Melatonin blockiert die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse. Diese Schlafpause ist notwendig. Wenn wir ständig zu viel essen, muss unser Körper permanent Insulin freisetzen. Und wenn die Bauchspeicheldrüse durch Dauerbetrieb überfordert wird, stellt sie die Insulinproduktion irgendwann ganz ein. Das Ergebnis heißt Diabetes Typ 2, früher auch Altersdiabetes genannt. Heute erkranken auch immer mehr Kinder und junge Menschen an Diabetes. Und wenn wir an beiden Schrauben drehen, zu viel essen und ständig zu wenig schlafen, sind wir doppelt gefährdet. Die Bedeutung des Melatonins im Konzert unserer Stoffwechselabläufe sehe ich in der synchronisierenden Bedeutung des Melatonins, dass die einzelnen Instrumente aufeinander eingestimmt werden und dass daraus tatsächlich ein Zusammenklang, eine Symphonie, ein Konzert entsteht. Und wenn diese Synchronisation durch das Melatonin fehlt, dann machen sich einige Instrumente eben selbstständig. Und das führt zur Entgleisung, zu Desynchronisationen. Und diese Desynchronisation, das weiß man und ist international anerkannt, kann und ist von krankmachender Bedeutung. Elmar Peschke hat mit seinen Erkenntnissen über Insulin und Melatonin die Forschung weltweit inspiriert. Und was versteht der Laie? Wenn wir schon zu viel essen, sollten wir wenigstens vernünftig schlafen. Es ist also was dran. Wer schläft, sündigt nicht. Unsere Einstellung dem Schlaf gegenüber ist ja, dass es verlorene Zeit ist. Und das ist mit Sicherheit falsch, denn im Schlaf passiert ganz viel, welches unglaublich wichtig ist für unser Wachdasein.
Insofern sind alle Leute, die glauben, sie müssten ihren Schlaf verkürzen, damit sie länger wach sein können, die sind irgendwo auf dem falschen Dampfer. Denn sie sind zwar länger wach, aber diese Wachzeit hat nicht dieselbe Qualität, wie wenn sie versuchen würden, den Schlaf, den sie als Individuum brauchen, auch zu bekommen. Manche Menschen wollen nicht ins Bett, andere dürfen nicht. Nachtarbeit gilt als notwendiges Übel. Aber Menschen, die regelmäßig in Nachtschichten arbeiten müssen, werden nachweislich häufiger krank. Sie haben ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken und bekommen eher Depressionen oder Diabetes. Nachtarbeit ist heute eine Selbstverständlichkeit. Dabei müsste sie auf das Notwendigste reduziert werden. Sie ist ein extremes Beispiel für ein Leben gegen unsere eigentliche Natur. Aber nicht immer liegt der Stress an den Arbeitszeiten. Obwohl wir in einer hochtechnisierten Welt leben, die uns den Alltag immer einfacher macht, reicht unsere Zeit eigentlich nie. Menschen machen die ganze Zeit Dinge, die eingreifen in ein hochkomplexes System wie die Natur und wundern sich, dass sie die Folgen dieses kleinen Eingreifens überhaupt nicht begriffen haben. Viele von uns spüren, dass die ständige Betriebsamkeit auf Dauer nicht gut tut. Können wir unser Leben entschleunigen, wenn wir uns öfter fragen, was wirklich wichtig ist? Für die gastfreundlichen Benediktinerinnen im Kloster Frauenchiemsee ist Chronobiologie kein Fremdwort. Till Rönneberg hat hier mit seinen Fachkollegen getagt und ein europaweites Netzwerk gegründet. Schwester Scholastica rät ihren gestressten Gästen, sich von der bunten Welt außerhalb des Klosters einfach nicht zu sehr beeindrucken zu lassen. Menschen haben, die verlieren Energie, weil sie regen sich auf über Sachen, die nicht nötig sind. Ich habe ein wunderbares Beispiel aus Amerika. Ich war dort vor etlichen Zeiten zu einer besonderen Feier in einer Abtei in Colorado. Und wir sind in eine Eisdiele gegangen. Ich wollte 3 Kugeln Eis. Und ich werde gepfeffert mit: Would you like cream? Would you like croquant? Would you like chocolate? Would you like Streusel? Ist das wirklich wichtig? Ich wollte 3 Kugeln Eis, das war alles, was ich wollte. Und wir lassen uns überfrachten mit Sachen, die unsere Zeit stehlen auch. Und ich denke, wenn man das erkennt, es ist der größte Spaß zu sagen, nicht mit mir. Sind wir imstande, Zeitfressern zu entkommen und unser Leben zu entschleunigen? Oder müssen wir dafür auch ins Kloster? Das brächte zwar mehr Ruhe, aber eine echte Alternative für Langschläfer wäre das geistliche Leben auch nicht. Wenn Leute sagen, Frau Scholastica, haben Sie es jemals bereut, ins Kloster gekommen zu sein? Und ich sage, jeden Morgen 5. Weil es ist nicht immer so eine helle Freude, aus dem Bett zu steigen. Eine Religion für Spätaufsteher gibt es noch nicht. Aber kann es eine Gesellschaft geben, wo alle nach ihrer inneren Uhr leben? Könnten wir die erfinden? Wenn ich als Gesellschaft auf die innere Uhr der Einzelnen eingehe und diese Vorteile würden dazu führen, dass ich gesündere Menschen hätte, dass die Menschen eine höhere Lebensqualität hätten und dass ich auch eine höhere Produktivität aus diesen Menschen rauskriegen könnte und dass die Krankenkosten sinken könnten. Das heißt, es gäbe überhaupt keine Verlierer. Insofern ist es ganz wichtig, dass die Bevölkerung langsam begreift, wir fallen nicht in ein totales Chaos, wenn wir jetzt die Individuen mit ihren Innenzeiten, die Arbeitszeiten zum Beispiel, bestimmen lassen. Zurück nach Frankreich. Stéphane Mosso nimmt an einem weltweit einmaligen Programm teil. Weil sein Wohnort 300 Kilometer von der Klinik entfernt ist, werden seine Gesundheit und sein biologischer Rhythmus fernüberwacht. Er wird täglich verschiedene Daten eingeben und bekommt einen Aktimeter. Ein Klinikmitarbeiter weist ihn in das Computerprogramm ein. Seinen Traum von der Fernreise hat er sich erfüllt. Ohne die Chronotherapie wäre das nicht möglich gewesen. Vor kurzem bin ich auf die Insel La Réunion gefahren. Ich war dort für 2 Wochen mit einigen Freunden und habe die Insel erkundet. Ich bin ein bisschen wandern gegangen, war tauchen und schwimmen.
Es war sehr schön im Wasser, bei 29 Grad. Ja, ich habe mich beinahe wie ein gesunder Mensch gefühlt. Das war super. Comme une personne pas malade sur l'île, voilà, c'était super. Der Aktimeter sammelt Daten über seine gesamte Aktivität, Tag und Nacht. Gemessen werden Bewegung, aber auch Pulsschlag und Körpertemperatur. In der Klinik werden die Daten ständig überwacht. Die Ärztin sieht, dass Stéphane die laufende Chronotherapie gut verträgt. Das gibt Sicherheit. Und Stéphane kann so ein weitgehend normales Leben führen. Carole Morlat war 33 Jahre alt, als sie mit der Diagnose Darmkrebs konfrontiert wurde. Ihre kleine Tochter war gerade 5. Die junge Mutter wurde sofort operiert, aber der Krebs hatte bereits in die Leber gestreut. Ihre letzte Hoffnung, die Chronotherapie von Francis Lévy. Der Grund, warum ich daran geglaubt habe, dass die Behandlung gelingen wird, war meine Tochter. Für sie wollte ich das alles durchstehen. Mir war es wichtig, dass ihre Mutter immer an ihrer Seite bleibt und sie ein Bild in sich trägt, dass ihre Mutter sich gegen die Krankheit wehrt. Alle 3 Monate kommt Carole Morlat zur Kontrolluntersuchung in die Universitätsklinik. Sie ist jetzt 38 Jahre alt. Es geht ihr sehr gut. Die letzte Behandlung liegt schon über 2 Jahre zurück. Dass sie jetzt hierher kommt und lächeln kann, wird als medizinische Sensation gehandelt. Ihr Fall wird inzwischen auf großen Forschungskongressen vorgestellt und diskutiert. Die Patientin hatte 26 Metastasen in der Leber, von denen die größte einen Umfang von 6 Zentimetern aufwies. Eine junge Patientin von 33 Jahren, bei der zur gleichen Zeit Darmkrebs und Lebermetastasen entdeckt worden sind. Solche Patienten haben mit den üblichen Behandlungsmethoden eine Lebenserwartung von höchstens 12 Monaten. Deswegen hat Francis Lévy seiner Patientin vorgeschlagen, ein neues Behandlungsverfahren zu testen. Um die Metastasen in der Leber zu vernichten, wurden die Chemotherapeutika direkt über die Leberarterie verabreicht. Natürlich nach den Regeln der Chronotherapie, mit Blick auf die innere Uhr der Patientin und ihre ganz individuellen Stoffwechselprozesse. Es ermöglicht effizienter und mit höherer Intensität die Tumoren in der Leber zu behandeln. Die Krebszellen haben ihren Rhythmus verloren. Durch die direkte Behandlung des betroffenen Organs mit der Chronotherapie können die gesunden Zellen besser erhalten werden. Gleichzeitig können mehr Krebszellen zerstört werden. Durch die Chronotherapie konnten die Metastasen in der Leber fast vollständig zerstört werden. Um sicherzugehen, dass keine aktiven Krebszellen mehr vorhanden sind, wurden die zerstörten Metastasen in 3 Operationen entfernt. Gesundes Gewebe konnte nachwachsen. Wie viele Behandlungen so erfolgreich verlaufen können, mag niemand vorhersehen. Aber Francis Lévy glaubt, dass eigentlich alle Krebspatienten mit einer Chronotherapie besser behandelt werden könnten. Im Prinzip können alle Patienten von der Chronotherapie profitieren. Aber die größten Erfahrungen haben wir mit den Krebsarten im Verdauungstrakt gesammelt. Besonders mit Darmkrebs und Rektumkrebs, aber auch Bauchspeicheldrüsenkrebs und Magenkrebs. Im Prinzip können alle Krebspatienten von einer Chronotherapie profitieren. Carole Morlat kann ihr Leben wieder genießen. Außerdem arbeitet sie als Psychologin und hilft jungen Menschen, die mit ihrem Leben nicht klarkommen. Sie ist sehr glücklich, aber die Krankheit hat sie auch verändert. Avec le vécu de la maladie, je crois que maintenant je veux Jetzt, wo ich diese Krankheit durchgemacht habe, möchte ich keine schönen Momente mehr verpassen. Ich möchte meine Familie intensiver erleben.
Die Dinge haben sich relativiert. Und ich glaube, dass ich jetzt jeden Augenblick intensiver spüre und alles, was das Leben einem bietet, aufnehmen möchte. Ich plane nicht mehr auf lange Sicht. Es geht mir darum, von meinen Liebsten viel mitzunehmen und die schönsten Momente mit ihnen zu teilen. Zurück nach Ulm. Hier haben die Forscher inzwischen ihre Schülerstudie beendet und alle Daten ausgewertet. Zur Erinnerung. Es wurde untersucht, ob Jugendliche besser lernen, wenn ihr Klassenraum mit Tageslichtlampen ausgestattet wird. Die Ergebnisse sind eindeutig. Unter dem blauen Licht machen die Schüler 30% weniger Fehler in den standardisierten Tests. Außerdem erledigen sie ihre Aufgaben signifikant schneller. Ihre innere Uhr hat sich im dreimonatigen Versuchszeitraum nicht verändert. Die Schüler schlafen spät ein und sind morgens müde. Aber das Licht macht wach. Naja, die Schüler haben zunächst mal gemerkt, dass sie nicht so schön weiterdösen können, wie sie das gewöhnt waren. Denn sie schreiben, ach, das ist so grell und man ist da so wach und man wird ganz aufgekratzt durch dieses helle Licht. Also es schien zunächst mal sehr negativ besetzt zu sein. Wenn man aber die Schüler auch, und das haben wir getan, gefragt hat, ja, was hättet ihr denn lieber, das alte Licht oder das neue? Dann haben sie ganz offensichtlich gemerkt, dass ihnen das neue Licht gut tut, denn die Mehrheit war schon dafür, dass man das neue Licht lässt, ja, weil sie gemerkt haben, da kann man besser mitarbeiten. Den Himmel können die Tageslichtlampen nicht ersetzen, aber sie helfen der inneren Uhr, im Takt zu bleiben. Das Idealste, wenn ich also spinnen und träumen dürfte, wäre es, dass man den Himmel über einem Gebäude filmt und über Prismen oder über Lichtröhren, Lichtleiter, diese Bilder an die Decke von jedem Zimmer in diesem Gebäude projiziert, mit all den Veränderungen. Das heißt, wenn es eine Regenwolke kommt, kommt auch innen eine Regenwolke. Und vor allen Dingen die Helligkeit, die über dem Dach herrscht, müssen wir in diese Zimmer reinbringen. Und ich glaube, dass dann die Psyche wie auch die innere Uhr sehr viel besser dran wären für diese ganzen Menschen, die ständig immer nur in einem kleinen Kasten arbeiten müssen.